Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von den schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Dem Format, wo ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den schlechtesten Karten aller Zeiten zähle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnen werde. Und schreibt mir auch gerne weitere Vorschläge für neue Karten in die Kommentare, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Und bedenkt bitte, dass alle Karten nach dem heutigen Maßstab bewertet werden und nicht nach dem Maßstab von vor 10 Jahren, wo manche Karten halt noch sehr, sehr gut waren. Aber das ist halt heutzutage einfach nicht mehr der Fall. Deswegen, wie gesagt, bedenkt immer, dass die Karten nach ihrer aktuellen Stärke bewertet werden. Und deswegen sind hier auch viele Retro-Karten mit dabei, was aber teilweise ganz lustig ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge und wie gesagt, Vorschläge sind gerne gesehen und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit der ersten Karte. Und wir starten heute mit der Karte Vertrauenswächter und diese Karte hier ist ein Stufe 3 Lichtmonster mit dem Typen Fee und dem Wert 0, 800 und diese Karte hier ist ein Empfängermonster mit dem Effekt. Diese Karte hier kann nicht als Synchro-Materialmonster genutzt werden, außer für die Synchro-Beschwörung eines Synchro-Monsters der Stufe 7 oder höher, Monster per Turn, kann das Synchro-Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Jedes Mal, wenn dieser Effekt angewendet wird, verliert das Synchro-Monster am Ende des Damage-Steps 400 ATK und Death. Warum zur Hölle ist das so? Das ist wirklich unfassbar schlecht, ja? Stellt euch das mal wirklich vor in der heutigen Zeit. Wer würde sowas spielen? Zunächst mal ist diese Karte hier ständig tot, wenn man keine hochstufigen Synchro-Plays gerade machen kann, was ja durchaus mal möglich ist, wenn man beispielsweise geblickt haben sollte. Normale Empfängermonster kannst du quasi nutzen für egal welches Play. Wenn du beispielsweise blickst oder so, kannst du sagen, okay, ich baue jetzt beispielsweise einen Stardust Charge Warrior, ein Stufe 6 Synchro-Monster, was eine Karte ziehen kann. Vielleicht entbrickt mich das und ich komme in meine großen Plays wieder rein, das wäre ja denkbar. Mit so einer Karte hier könnte man solche Notfallplays überhaupt nicht machen. Das bedeutet, diese Karte hier kommt ständig sehr, sehr tot. Und das ist bitter für eine Karte, die sich nicht mal specialen kann. Du musst die Karte wirklich alleine normeln oder du musst sie durch externe Effekte irgendwie rausbekommen von der Hand oder so. Was halt auch mal wieder, naja, externe Karten erfordert. Für eine Karte, die eigentlich selbst fast gar nichts tut. Ich meine, alles, was diese Karte machen kann, ist halt quasi ungenerisch für manche Synchro-Monster einen Schutzeffekt rauszuholen, der halt nicht mal krass ist. Einmalig nicht durch Kampf zerstört werden. Applaus, was soll das? Das ist viel zu wenig. Und warum dann bitte noch die Downside, dass das Monster quasi schwächer wird, wenn es einmal besiegt wird? Es ist halt komplett absurd. Der Gegner wird immer häufiger quasi die Möglichkeit bekommen, über das Monster drüber zu gehen. Bestes Beispiel, ihr habt eine Brick-Situation, der Gegner hat ein starkes Monster draußen, ihr habt ein etwas schwächeres Monster draußen, was halt Monster-Turn geschützt ist, durch Vertrauenswächter. Dann greift er quasi jede Runde wieder euer Monster an, euer Monster wird immer schwächer, und diese Barrikade wird immer lächerlicher. Und irgendwann kann der Gegner quasi einfach was beschwören, was halt noch stärker ist als euer geschwächtes Monster mittlerweile. Und das Monster dann quasi zweimal überrennen und dann halt wirklich endgültig euer Synchro-Monster besiegen. Indem er einfach quasi immer wieder das Monster etwas schwächer macht. Ich meine, das ist halt einfach nicht zeitgemäß. Und in der heutigen Zeit würde er wahrscheinlich einfach so Karten bauen wie, was weiß ich, Boreal Sword und zweimal drüber rennen und das war's dann komplett. Also, wo ist das Problem, an dieser Karte hier vorbeizukommen, also quasi ein Synchro-Monster, was man mit Vertrauenswächter beschworen hat? Das wird einfach nie ein Problem für den Gegner darstellen, von daher ist dieser Schutzeffekt hier ziemlich lachhaft. Ich meine, der Gegner kann die Karte einfach schießen beispielsweise und das Synchro-Monster kann dagegen nichts tun, es sei denn, es hat halt eigene Schutzeffekte beispielsweise. Ich muss sagen, Vertrauenswächter war auf jeden Fall nett gemeint, aber er hat einfach so viele Downsides und ist dann auch noch ungenerisch, das ist einfach bescheuert. Warum kann diese Karte hier nur für große Synchro-Plays genutzt werden? Das macht diese Karte hier schlechter, als sie sein müsste und sie ist so schon nicht gut. Was aber ebenfalls nicht gut ist, ist die Karte Rauchgranate des Diebes und diese Karte hier ist eine Ausrüstungszauberkarte mit dem Effekt, wenn diese Ausrüstung aktiv ist und durch den Effekt einer anderen Karte zerstört wird, schau dir die Karten auf der Hand deines Gegners an, wähle eine Karte aus seiner Hand und wirf sie ab. Und das klingt erstmal unfassbar gut, aber Freunde, die Karte hier hat ein riesiges Problem. Der Gegner wird die Karte niemals schießen wollen. Und deswegen musst du die Karte quasi selbst irgendwie schießen, um den Effekt zu aktivieren. Und ja, er ist unfassbar stark. Die Hand des Gegners anzuschauen und ihm eine Handkarte quasi komplett wegzunehmen, klingt erstmal richtig broken. Aber ganz ehrlich, die Karte wird nicht gespielt, obwohl wir so Karten im Spiel haben, wie Dragonic Diagram. Und ganz ehrlich, bessere Supportkarten wie das würde die Rauchgranate wahrscheinlich nie bekommen. Und die Karte wird trotzdem nicht gespielt. Dragonic Diagram ist quasi ein Field Spell von True Draco, der halt einfach eigene Karten schießen kann, um Plus zu generieren, bzw. Karten zu suchen. Und damit kannst du auch die Rauchgranate theoretisch schießen und dem Gegner quasi seine Hand verkrüppeln. Aber selbst mit so einer Karte im Spiel, die wirklich auch meta-relevant ist, wird diese Karte hier nicht ansatzweise in beispielsweise True Draco Decks considered. Also, wann sollte man die Karte sonst spielen? Wenn schon die besten Supportkarten für die Rauchgranate nicht gut genug sind, um die Rauchgranate spielbar zu machen. Das zeigt einfach, wie unnötig diese Karte ist und wie wenig Relevanz die hat.
Ich meine ganz ehrlich, wer spielt sowas hier in To Draco? Absolut niemand. Und alle anderen Karten, die man quasi nutzen könnte, um die Karte hier selbst zu triggern, beispielsweise ein Doppelzyklon oder so, in einem Artefakt-Deck. Auch da wird diese Karte hier nicht benutzt, also die Karte hat scheinbar kein relevantes Einsatzgebiet und die Karte konnte sich in keinem einzigen Deck auch nur ansatzweise wirklich durchsetzen, was schade ist, weil eigentlich klingt die erstmal ganz okay, aber niemand benutzt das. Und wenn es halt Karten gibt, die wirklich keiner spielt, damit strafe ich die auch hier, weil ganz ehrlich, dafür ist halt dieses Format gedacht gewesen ursprünglich und deswegen muss ich die Karte hier erwähnen. Auch wenn sie vielleicht nett gemeint war, die Umsetzung ist einfach zu schlecht und ganz ehrlich, so krass ist der Effekt auch häufig nicht, ne? Wenn die Karte beispielsweise im Late Game oder so kommt, naja, wird sie kaum noch was ausrichten. An sich wäre der Effekt zwar First Turn ganz geil, aber die Karte hat sich einfach nicht durchgesetzt und deswegen erwähne ich sie auch in diesem Format hier. Als nächstes kommen wir jetzt zu der Karte Elementarheld Divine Neos und diese Karte hier ist sehr cool designt, aber leider ist sie halt wirklich überhaupt nicht spielstark, also wirklich so gar nicht. Die Karte hier ist ein Lichtmonster mit dem Typen Krieger und der Stufe 12. Die Karte hier hat 2500 ATK und 2500 Def und beschworen wird diese Karte hier. Und jetzt hört gut zu, aus 5 beliebigen Neos, Neoraum, Neoweltraum oder Heldmonstern und der Effekt ist sehr, sehr kompliziert, ich lese ihn jetzt mal vor. Muss als Fusionsbeschwörung mit 5 beliebigen Neos, Neoraum, Neo-Weltraum oder Heldmonstern, darunter mindestens ein Neos- oder Neoraummonster, ein Neo-Weltraummonster und ein Heldmonster beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Und wer jetzt nicht folgen konnte, der sollte es sich nochmal ganz genau durchlesen, weil es ist echt kompliziert, aber es geht noch weiter. Once per Turn, du kannst ein Neos, Neoraum, Neo-Weltraum oder Heldmonster von deinem Friedhof verbannen. Diese Karte hier bekommt 500 ATK und bis zur Endphase erhält sie außerdem die Effekte des verbannten Monsters. Was zur Hölle soll das? Du beschwörst ein Fusionsmonster, was aus 5 Materialien besteht, von den verschiedensten Heldenthemen bzw. Unterthemen von den Helden. Und du bekommst ein Bossmonster, was 3000 ATK hat und den Effekt eines mittelmäßigen Monsters kopieren kann, und die Effekte halten nur bis zur Endphase. Das ist der letzte Scheiß, also wirklich. Die Karte geht für die Beschwörung minus 4 oder so, ich will gar nicht nachrechnen, ultra minus. Und du bekommst halt einen Beatstick, der einfach mittelmäßige Effekte kopieren kann. Lest euch mal alle Helden durch, es gibt dann nichts unfassbar Brokenes, was man quasi hiermit kopieren könnte, um jedes Duell zu gewinnen. Aber wenn du solche Kosten zahlen möchtest, ja, um so ein riesiges Monster zu beschwören, dann willst du damit das Duell gewinnen. Man könnte jetzt eine Karte spielen, beispielsweise in einem Kettenmaterial-Deck und da könnte man sie theoretisch, was weiß ich, dreimal die Runde beschwören, natürlich das würde gehen, aber Kettenmaterial in Verbindung mit der Karte Fusionstor kann auch einfach FDKs erzeugen, also warum nicht einfach das spielen? Und ganz ehrlich, Kettenmaterial-Decks sind auch nicht so gut, weil du musst quasi Fusionstor ziehen und Kettenmaterial ziehen und du darfst halt nicht quasi bricken mit den ganzen schlechten Materialien, die du spielen musst, um diese Combo halt für gewöhnlich, wenn du sie ziehen solltest, ins Laufen zu bekommen. Also du musst halt etliche Neos- und Heldenkarten spielen, die ziemlich scheiße sind, um dieses Monster hier irgendwie mit Kettenmaterial rauszubekommen, dreimal. Also das brückt sich halt zu Tode. Und selbst wenn es durchkommt, ja, hast du 3 Beatsticks draußen mit minimalen Effekten, das war's. Es ist wirklich unfassbar schlecht. Ich weiß nicht, was das sollte. Warum ist dieses Monster hier so schlecht geschrieben? Es hätte doch so ein cooles, ultimatives Helden-Boss-Monster sein können, mit der Stufe 12, das irgendwie sauschwer beschwörbar ist und das dann immer gewinnt, ja? So Sophia-mäßig. Aber nein, es ist einfach mega schwach und überzeugt überhaupt nicht. Sehr, sehr schade, die Karte hier hat unfassbar viel verschenktes Potenzial und die hätte echt ein Fan-Favorite werden können für viele coole Fun-Decks, aber so ist sie viel zu schlecht dafür. Als nächstes kommen wir jetzt zu der Quickspell, Angebote der Verdammten. Und diese Karte hier ist sehr nostalgisch, aber ganz ehrlich, die war halt nie spielstark eigentlich, weil die ist nicht gut genug geschrieben letztlich. Wähle ein offenes Monster auf dem Board, zerstöre das gewählte Ziel, außerdem überspringst du deine nächste Draw-Phase. Ich glaube, diese Karte hier war selbst damals nicht allzu gut, weil du gehst hier einfach minus 1 dafür, ein Monster zu schießen, was offen sein muss auch. Also die Karte hier ist gar nicht mal so geil, ne? Wir haben halt auch schon damals so Karten gehabt, wie beispielsweise Raigeki-Brecher, die halt für minus 1 einfach so eine Karte schießen konnten. Und ja, das war eine Fallenkarte, das kannst du halt nur quasi in der Runde des Gegners aktivieren letztlich, beziehungsweise die muss erstmal eine Runde liegen, wenn diese Karte quasi sofort aktivierbar ist. Aber ganz ehrlich, diese Karte hier schießt nur ein Monster. Wir haben halt so Karten wie Spalt oder Smashing Ground und die können das auch halt machen in der eigenen Runde und die gehen nicht minus 1, die gehen quasi neutral. Da kannst du zwar nicht das Monster, was du quasi schießen möchtest, frei auswählen, aber mal ganz im Ernst, Leute, wir haben auch so Karten wie Blitzanschlag beispielsweise, die alle auf eine Monster schießen. Die Karte geht auch minus 1 erstmal,
aber schießt alle offenen Monster. Also kann quasi alles schießen, was diese Karte hier auch nur ansatzweise als Ziel wählen könnte. Zwar nicht in der Runde des Gegners, natürlich, aber naja, Angebote der Verdammten ist trotzdem auf jeden Fall die deutlich schlechtere Karte. Weil diese Draw-Phase zu überspringen war halt damals auf jeden Fall sehr, sehr devastating, weil ein Minus 1 damals halt deutlich mehr ausgemacht hat wie heutzutage. Du hast einfach dieses Grind-Game richtig gefühlt. Du hast teilweise 20 Runden gespielt und so ein Minus 1 kann schon wehtun in dieser damaligen Zeit. Beispielsweise halt im Gold-Format kann man das Ganze gut nachvollziehen. Ist ja ein sehr beliebtes Format, was viele Spieler aktiv spielen. Und da merkt man auf jeden Fall so einen Kartennachteil deutlich und so eine Karte hier ist dann nicht gut, auf keinen Fall. Würde ich da echt nicht spielen. Und aus heutiger Sicht ist diese Karte hier der letzte Scheiß, weil warum willst du Minus 1 gehen für einen normalen Crush? Es gibt so viele Extra-Deck-Monster beispielsweise, die du generisch bauen kannst, die ein Monster einfach so zerstören können oder naja, irgendwie removeln können, beispielsweise Kastle, kann der Monster einfach ins Deck mischen. Seit der Beschwörung ist zwar auch Minus 1, aber das kann man teilweise gut umgehen, indem man beispielsweise Material nimmt, das halt im Grave doch Effekte hat oder so und halt irgendwie noch was machen kann. Und da muss man quasi nicht einfach so stumpf auf seine Draw-Phase verzichten. Die Karte ist einfach echt nicht gut und wird nie wieder gespielt werden, aber die war auch damals eigentlich echt nicht so nice, ne? Und die letzte Karte für heute ist mal wieder ein Empfängermonster, und zwar die Karte Flammenresonator. Und diese Karte hier ist ein Stufe 3 Feuermonster mit dem Typen Unterwäldler und den Werten 300-1300. Sie ist wie gesagt ein Empfänger und hat den Effekt, ein Synchromonster, das diese Karte als Synchromaterial verwendet hat, erhält 300 ATK. Ich meine, was zur Hölle? Warum nur 300? Diese Karte hier ist der letzte Scheiß. Warum hat sie auch nur selbst 300 ATK? Kann man das mal bitte jemand verraten? Die ist Stufe 3. Die könnte locker so 1500 haben, aber nein, sie hat 300 und dann noch so provokante 1300 Def, die gar nichts bringen, weil diese Karte hier muss man eigentlich normen, es sei denn, du hast Effekte, die die Karte rausbecheln können. Und ja, es gibt Resonatoren, die ein bisschen swarmen können, beziehungsweise die diese Karte hier so ein bisschen aufgreifen können. Aber ganz ehrlich, warum ein Push von 300? Warum nicht um 1000? Das wäre immer noch nicht krass, aber das wäre zumindest mal ein Push, der auch was ausmacht. 300 Punkte sind absolut gar nichts. Du beschwörst teilweise Bossmonster hiermit, die von sich aus 3000 ATK haben. Was machen da 300 mehr überhaupt noch aus? Das ist kaum ein Unterschied. Ich weiß nicht, was die Karte sollte. Für mich einer der schlechtesten Resonatoren und in so ein Format gehört so eine Karte auf jeden Fall rein, weil die macht einfach so gut wie nichts und das ist wirklich peinlich. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Die schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Schreibt mir gerne eure Vorschläge für weitere Karten in die Kommentare und ihr könnt mir auch jederzeit schreiben, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.